Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Diesmal Dragon Age Inquisition ist heute endlich gekommen, ich bin so heiß. Und ich habe hier komischerweise keine zugehörigen Objekte, obwohl ich 4 DLCs installiert habe. Da oben seht ihr das ja, zwei schon mal. Ich habe auch meinen Spielstand von Dragon Age 1, also Origin, und Dragon Age 2 importiert mit so einer Webseite. Da zeige ich euch auch gleich, wo ihr das seht. Und funktioniert auch. Also was richtig geil ist, ich wurde denn gefragt, habe mich da angemeldet mit meinem Account, mit meinem Dragon Age Account, also BioWare Account, und dann wurde ich gefragt, will ich importieren? Da habe ich gesagt, ja klar. Und dann konnte ich meine Charaktere, weil ich hatte ja mehrere, ich habe die ja mehrmals durchgespielt, und mit Krieger, mit Magier und so. Und da konnte ich dann meine Helden, die ich habe, auswählen, und aus 1 und aus 2. Und dann wurde mir die ganze Geschichte anhand von einem Video, wo, es sind eigentlich nur Bilder, aber halt mit Texten, und dann konnte man auch sagen, hier bearbeiten an manchen Stellen, und konnte ich mir aussuchen, konnte ich eine Entscheidung fällen. Ich habe das alles so gelassen, wie die Entscheidungen waren, die ich im Spiel getroffen habe, war auch genau so die gleiche Entscheidung, wie ich im Spiel getroffen habe, war mega geil. Das habe ich mir jetzt erstmal reingedreht, echt geil gemacht, muss ich echt sagen. Also da legt BioWare sich immer ins Zeug. So, aber wir werden jetzt auch mal anfangen. Ich werde nichts wegschneiden. Ich werde alles so lassen, wie es ist. Ich bin mal extrem heiß, wie das aussieht mit meinem übernommenen Spielstand oder meine Entscheidungen. Vorhin hat es auch alles gehakt und bei Online, also nachdem ich es das erste Mal installiert hatte, jetzt hier alles. Das sind so 46, schieß mich tot Gigabyte. So, ach, jetzt ist Multiplayer auch so. Laden. Ja, da kann ich laden. Und hier auf Extras geht ihr rauf und dann Dragon Age Cap. Und da steht diese Webadresse, da geht ihr einfach drauf. Und dann könnt ihr euren Spielstand, wenn ihr einen Spielstand habt und natürlich euch auch auf der BioWare-Seite angemeldet habt, könnt ihr das alles dann importieren. Ich weiß jetzt nicht, wie meine Rüstungen sind, weil ich habe ja für Dragon Age 2 habe ich ja alles gehabt und Dragon Age 1 auch. Ich habe die Dead Space-Rüstung, die Blutdrachen-Rüstung, ich habe ja alles. Ich habe ja selbst das Facebook-Spiel damals gespielt, um die Gegenstände freizuschalten, dass ich alles habe, weil ich war ein richtiger Suchti von dem Spiel, von den Spielen. So, und wir werden jetzt einfach mal ein neues Spiel machen. So, und jetzt will ich einen Charakter auswählen. Mensch. Was ist? Elfen, Zwerg. Ich. Kunari. Okay, Kunari auch mit bei diesmal zur Auswahl. Vorher gab es immer nur Mensch und da konnte ich Zauberer oder Schurke auswählen. Ich konnte kein Elfen, kein Zwerg auswählen. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich werde natürlich wieder einen Menschen nehmen. Schurke hatte ich immer. Oh, was haben wir denn hier? Schoko 2 Waffen. Bogenschütze. Krieger 2 Handwaffen. Oh, Krieger haben jetzt... Oh, das war damals nicht. Damals hatten die Krieger keine 2 Handwaffen. Die hatten immer Schwert und Schild. Oder halt eben großes Schwert. Waffe und Schild und Magier. Ich werde natürlich wieder meinen Schurken mit 2 Waffen nehmen. So, Schwierigkeit wählen. Ja, entspannt. Nochmal, ich nehme entspannt.
Selbst das hier mit den Karten sieht schon mal geil aus. So. Weltlage importieren. Möchtest du eine individuelle Weltlage aus der Dragon Age Cap importieren? Ja! Import. Bestätigen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Bin mal gespannt, ob der auch so aussieht, wie ich ihn damals gemacht habe. Ich hoffe auch, dass ich das Richtige jetzt importiert habe. Weil man kann denn sagen, wenn man sich das alles angeguckt hat, kann man dann auch nochmal die Entscheidung bearbeiten. Und dann kann man sagen, das möchte ich jetzt importieren. Und dann steht da, sobald ich einen neuen Spielstand starte, kann ich diesen Import benutzen, wie ihr ja auch gerade gesehen habt. Der sieht aber nicht aus wie der, den ich hatte. Aber die Grafik, ey, die sieht ja echt geil aus. Kopf anpassen. Allgemein. Der hat mir zu weibliche Züge. Der geht schon. Schade, dass ich meinen nicht importieren kann. Der geht, würde ich sagen. Den nehme ich. Hautfarbe. Weiß soll er nur nicht sein. So. Ah, so. Tint. Ja, zu viel Falten will ich ihm auch nicht verpassen. Ist ja auch, meiner ist ja auch kein alter Sack. Ich werde mal weiter unten nehmen. Ja, der ist schon mit älter. Ja, nee. Ah, wir nehmen. Den nehmen wir. Nee, den. Den. Den nehmen wir. Augenfarbe. Ich weiß ja nicht, was hier blau ist. Ah, da war blau. Hab ich doch gleich gesehen. Das nehmen wir. Haare. Das ist bestimmt wieder ganz hinten. Nö. Nicht, dass keine Glatze mit. Doch, ist mit bei. So. Glatze. Haarfarbe war okay. Bart. So ein bisschen doof ist, man kann nur mit dem Steuer, nicht mit dem Steuerkreuz lenken, man kann nur. Boah, die haben echt nur scheiß Bärte. Ja, hier wird da was länger. Ich will aber nicht nur so, ich will nur am Kinn haben. Aber die sind alle so lang. Ja,
Nehmen wir den. Da noch. Nehmen wir den. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Ihr lasst mir keine andere Wahl! Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Das nehme ich. Ist ja echt extrem. Kopfohren. Ohrengröße. Ja, Ohren will ich auf jeden Fall. Kann ich das jetzt hier anklicken? Ohrengröße. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Ohrengröße. Ach so, hier, jetzt geht's runter. So, klein und nach vorne, ja. So, das ist eine Tüte. So. Ja, machen wir so. So. Ohrenposition. So, so, ein Stück. Nee, so. So. Ohrläppchengröße. Alter, haben die einen Scheiß eingebaut. Ich lass so. Wangenknochen. Ah ja, das konnte man damals ja schon machen. Konnte man das denn hier so ändern? Ich werde den aber so mittig und dann so lassen. Wangenform. So machen. So hat er schön markantes Gesicht. Brauenhöhe. Ja, ein Stück. So. Der soll ja ein bisschen biestig kicken hier. Stirn. Ne, so. Bisschen flach. So. So. Augen. Augenform. Okay. Nee, 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 nee. Die Augengröße.
Ja, der soll große Augen haben. So, Augenposition. Und zittern nur so, dass die Augen dann vor und zurück gehen. Augen, Neigung und Abstand. Da seht ihr das, dann kann man die Augen so ein bisschen drehen. Wir lassen sie natürlich so. Und hier kann man den Abstand dann machen zwischen den Augen. So, wenn wir mal so machen, dass es so ein bisschen natürlich kommt. Augenbrauenstil. Ich werde die schon so lassen, denke ich mal. Die sind, kommen so ein bisschen garstig rüber, obwohl die hatte ich ja. Die wuscheligen Dinger, die haben sie auch wieder. Aber ich nehme... Die... Position. Kann man jetzt hier noch die Position ändern. Aber ich nehme natürlich... Die hier, die vorletzte. Ne, ein Stück runter. So. Dann nehme ich Wimpernstil. Ne, die will ich nicht ändern, oder? Lassen wir mal Wimpern, lassen wir mal. Äußere Iris. Oh, ist ja geil. Da kann man so einen Farbsting drin klatschen. Ey, ist ja cool. Das war damals nicht so krass möglich. Nehmen wir natürlich hier schön schöne kräftige Blau. Innere Irisfarbe. Was passiert, wenn ich da rot mache? Ach, das ist da innen drin. Oh, kommt doch so rot-blau, kommt doch richtig garstig. Das lassen wir mal. Wir lassen mal richtig rot-blau, richtig garstig. Nase. Ja, mit der Nase bin ich eigentlich zufrieden. Würde ich jetzt mal so sagen. Ein bisschen spitz. Aber ich bin zufrieden. Oder? Nasengröße. Hier können wir die Größe noch anpassen. Achso, das ist die Breite. Und da ganz fett. Wir nehmen mal so und da wird sie größer. Pinocchio-mäßig, da geht sie runter. Wir nehmen natürlich so wieder. So in etwa hatten wir ja. Ich lasse mal einfach so Standard. Weil die sieht ja nicht mal so schlecht aus. Nasenrücken. So, da können wir jetzt hier zum Beispiel Nasenrücken machen. Achso, jetzt seht ihr das so nicht. Hier seht ihr nur das. So. Dass es schmaler zusammenkommt und oben breiter wird, aber da lassen wir hier so Standard Nasenrückenposition. Das ist eigentlich auch okay, aber jetzt von nahen sehen die Augen irgendwie glubschig aus. Ich hätte die vielleicht doch ein bisschen kleiner machen sollen. Größeren, nee, das lassen wir alles mal so, weil der sieht ja eigentlich so an sich okay aus mit seiner dicken Nase da. Mund, Kiefer. Na, das sieht man jetzt durch den Bart nicht wirklich. Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich den Bart lasse oder ob ich vielleicht doch nur mit so einem 3-Tage-Bart mache. Narben, Tätowierungen. Tätowierungen. Ach so, da hat er nur wieder diese Gesichtstätowierung und das alles. Lassen wir weg. So. Make-up wollen wir nicht. Warte. Brüchen.
Änderung übernehmen. Was? Ich wollte doch nicht. Ich wollte doch gar nicht. Ich habe was verdrückt. Hallo, ich will zurück. Ich will meinen Charakter umbenennen. Och nö. Och nö. Och nö. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Okay. Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich? Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Okay. Nee. Nee, traurige Antwort will ich nicht. Was auch immer ich eurer Meinung nach getan habe, ich bin unschuldig. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ja. Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Alter Schalter, was ist denn da passiert? Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Boah, die Grafik sieht gut aus. Das ist nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande. Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Mhm. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch.
Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wo haltet mal her? Oh, ich gebe eine sarkastische Antwort. Ich habe also im Grunde überhaupt keine Wahl. Jeder von uns hat eine Wahl. Mann, ich will wissen, wie ich jetzt heiße. Habe ich jetzt aus Versehen... Ich glaube, ich habe was aus Versehen gedrückt. Für Sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Ich werde mal kurz überspringen, Leute. Ich will jetzt nur wissen, ich glaube, ich muss mir nämlich einen neuen Spielstand machen. Weil dann hören wir uns jetzt alle nochmal komplett an. Charakterbogen kann ich nicht laden. Schönerem als der Bresche getestet werden. Ja. Ich würde jetzt Codex, Option. Inventar habe ich nicht. Tagebuch, speichern. So. Neuen Spielstand. So, jetzt gucken wir einfach nochmal nach, wenn ich jetzt sage, speichern. Löschen. Ja, ich mache hier nochmal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, weil ich will da meinen Namen haben. Da steht's doch. Maxwell. Ich will da nicht Maxwell heißen. Also bis gleich.